Am Montagmorgen kam es gegen 6.50 Uhr auf der A5 zwischen Alsfeld-West und Homberg-Ohm zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Nach bisher unbestätigten Informationen wollen Zeugen beobachtet haben, wie der Sattelzug zuerst ins Schlingern und dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein soll. Der mit Ersatzteilen für Mercedes beladene Sattelzug wühlte sich in die aufgeweichte Bankette und kippte im Flutgraben auf die Beifahrerseite. Der Fahrer des Sattelzugs blieb bei dem Unfall unverletzt. Da kein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt war, wird Sekundenschlaf als Unfallursache angenommen. Die Feuerwehr Alsfeld musste zur Unfallstelle ausrücken, um ausgelaufenen Dieselkraftstoff im Erdreich zu binden. Während der Bergung muss einer der zwei Fahrspuren in Richtung Frankfurt gesperrt werden. Mit erheblichen Behinderungen muss gerechnet werden.